Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, in der letzten Folge haben wir das Tutorial gemacht und jetzt können wir uns quasi frei bewegen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an mit Gebiete in der Nähe. Dafür brauchen wir einen Metalldetektor, den wir eigentlich vorhin schon gekauft hatten. Bin ich mir gerade nicht sicher. Oder es ist jetzt davon abhängig, welches Auto wir jetzt haben. Ich glaube, 0 von 4. Oder muss man das jetzt jedes Mal neu machen? Das wäre dann irgendwie blöd. Den Don kann ich noch benutzen. Und den Step 310E. Die Frage ist jetzt nur, welcher wäre jetzt besser für die Mission? Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal den Tutz nehme. Und der hat seltsamerweise nichts mehr im Inventar von den Sachen, die wir drin hatten. Wir können die Felgen anpassen und so weiter. Okay. Motor-Upgrades, Getriebe. Ist aber wahrscheinlich sehr teuer, oder? Achso, ist alles noch zu. Ja, ja, da kann ich gar nichts machen. Nur noch Verkaufspreis. Ja, ja. Okay. Gut. Ach, das kann man dann... Ach, ich verstehe. Ich verstehe. Das kann man dann quasi jedes Mal neu mitnehmen. Das heißt, aktuell brauchen wir... Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach immer alles mit. Oder? Nicht, dass wir da nachher Probleme kriegen. Den Kraftstoff durften wir letztes Mal nicht kaufen. Dürfen wir immer noch nicht kaufen. Ich weiß immer noch nicht, warum. Ersatzteile und Ersatzrad nehme ich mal nicht. Oder auch nicht. Ich soll einen Truck, einen Scout nehmen, sehe ich gerade. Na toll. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Das heißt, dass ich den jetzt hier mitnehmen muss und dann da entsprechend nochmal alles anpassen muss. Der hat allerdings nur 3 Plätze. Okay, wir brauchen den Metalldetektor. Welches war denn das? Den haben wir gar nicht hier drin. Okay. Ja, dann nehmen wir mal einfach nichts mit und probieren das mal einfach so. Moment. Verschiedenes. Ach nee, Moment. Dach. Dachmetalldetektor. Okay. Plätze füllen. Kann ich es damit machen? Ja, Kraftstoff würde ich gerne mitnehmen, das stimmt. Oh, der Mechaniker. Montiere dein erstes Fahrzeug-Upgrade. Sehr schön, danke. Ich wollte aber eigentlich den Metalldetektor haben. Der ist gratis, das ist ja auch alles schön und gut. Ah, jetzt nimmt das an. Man muss erst einmal runtergehen und dann hochgehen und dann hat er es gekauft. Nach der Logik frage ich jetzt nicht, aber egal. Dann können wir es einsetzen. So, setze einen Metalldetektor im angegebenen Gebiet an. Sind das jetzt... Das sind jetzt nicht die blauen... Oh, okay, Moment. Drohne, Drohne, da... Alter, hier ist eine Flugverbotszone. Okay, kein Thema. Alles gut. Aber so kann ich nicht wirklich was ausmachen. Ne? Da hinten ist ein Luftabwurf. Das hilft uns nicht wirklich. Oh, ich sehe gerade. Abgesehen davon, dass wir männlich sind. Wir sitzen im Auto drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den anderen Teilen auch so war. Ja, die Handbremse. Ich weiß, ich weiß. Baumodule. Grundversorgungslager. Aha. Bauen? Ja. Keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber... beträchtliche Menge an Kraftstoff. Ach so, dann kann man hier...
Wichtigste Kraftstoffquelle. Bin mir gerade nicht so sicher, was ich hier mache, aber egal. Nee, verkaufen will ich nichts. Ich lasse es mal so. Was ist hiermit? Baumodule? Das ist das Gleiche. Okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie da hinkommen. Schauen wir mal eben auf der Karte nach. Wo sind wir denn gerade? Das ist der Don, aber ich sehe nicht so richtig, wo jetzt unser Ziel ist. Da hinten ist übrigens noch ein Auto eingezeichnet. Aha. Das ist nämlich mal an das, was wir gerade gemacht haben hier, ne? Ja, aber ich sehe unseren Zielpunkt. Ach, der ist da hinten. Das heißt, wir müssen irgendwie übers Wasser rüberkommen. Die Frage ist nur, hier sieht das, obwohl doch, da könnten wir mal darum fahren. Da, so. Gebiete in der Nähe. So, mal grob markiert bis da hinten. Das heißt, wir müssen jetzt wieder umdrehen, ne? Oh. Wieso geht der Wagen hier so hoch, wenn quasi gar nichts da ist? Eieiei. Okay. Also laut dem Ding soll ich hier irgendwie runterfahren können, aber das sieht mir eher nicht danach aus. Eieiei. Wird mein Auto da sehr kaputt gehen, wenn ich da runterfahre? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun soll. Ich glaube, mein Auto übernimmt jetzt gerade die Entscheidung für mich. Ich versuch's mal. Okay, war nicht so eine gute Idee? Moment. Jetzt hängt der nicht wirklich an einem Kaktus fest, oder? Du hängst mir jetzt hier nicht an einem Kaktus fest. Ach so, nee, da war ja die Sache mit dem... Aber auch nichts. Ernsthaft, ernsthaft. Moment. Da muss ich die Winde lösen. Manchmal ist es wirklich grausam. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal in der Richtung. Alter. Das war doch gar nicht so schlimm. Mir wird es jetzt gerade ein bisschen dunkel, habe ich das Gefühl. Wie war das mit dem Echolot nochmal? Das scheint noch okay zu sein. Der zeigt mir alles grün an und dann direkt gefährlicher Wasserstand. Kein Thema. So, was ist mit dir? Kann ich dir helfen? Oh, dein Ernst jetzt. Spiel, nicht aufhängen. Nur weil ich hier scheiße gefahren bin, heißt das nicht, dass du dich aufhängen musst. Ich kann es ja irgendwie verstehen. Okay. Kann ich da an dem Auto mich da festmachen? Nee, ne? Nee, okay. Du schaffst das, du schaffst das.
komm, komm. Nein, 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 nicht wieder ins Wasser. Ja, fast. War da hoch. Ja, ja, ja. Soll es nicht im Rückwärtsgang sein? Wieso darf ich hier eigentlich Q nicht drücken? Oh, ernsthaft. So, Moment. Nein, jetzt komme ich da nicht ernsthaft nicht mehr. Oh. Starte den Motor am gezogenen Truck. Okay. Cool. Kann ich mit dem weiterfahren? Ich habe den schon mal gerettet. Nur ich komme jetzt nicht mehr raus. Ich kann aber auch nicht wechseln, oder? Hm. Kann ich eventuell... Ich sehe da hinten leider nichts. Oh, diese Kameraperspektive, die macht mich wahnsinnig. Da komme ich nicht hin. Da komme ich gerade so hin. Geht doch. Nein, 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 du hast das nicht gehört. Fahr weiter. Ah, Alter. Willst du mich hier? Oh, komm, komm, komm. Du bewegst dich noch, das sehe ich doch. Moment, wir gucken mal eben. Ja, soll ja überall perfekt sein, ne? Leider habe ich es von diesem Punkt an nicht mehr geschafft, mich weiter zu bewegen. Deswegen habe ich mich dann letztendlich doch zur Basis zurückteleportiert. Hm. Also ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier unbedingt hin muss. Weil ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir überhaupt gar nicht hier in dem Bereich arbeiten müssen, sondern dass wir hier hin müssen. Da, wo ich ja schon die Markierung reingemacht habe. Warum ich dann aber hier nicht rein darf, das verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt hatte ich mich eigentlich zurück zur Basis teleportiert. Das hat er aber auch nicht angenommen. Feldlager Bergung. Ja, machen wir das doch mal. Jetzt bin ich hier. Direkt neben meinem... Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum zur Hölle habe ich jetzt oben angefangen, wenn ich doch eigentlich nur noch hier unten muss? Ich verstehe es nicht. Metalldetektor. Der Metalldetektor informiert dich über den Standort von Objekten. Sobald sie in einem Umkreis von 200 Metern auftauchen, färben sich die Anzeigen weiß. Die einzelnen Farben stehen für, gut, das haben wir schon rausgefunden, rot sind die Ressourcen, blau die Gegenstände und grün die Upgrades. Wie konnte man jetzt nochmal... Oh, jetzt darf ich wieder nicht auf die Karte gehen. Darf ich jetzt auch mal auf die Karte gehen? Ja. Zeit überspringen, genau. T. Macht denn nichts mit. Hallo? Nein. Ich würde gerne die Zeit überspringen. Darf ich nicht. Warum ich es nicht darf, ich habe keine Ahnung. Also darf ich es nicht im Hellen für euch aufnehmen. Es tut mir leid. Allerdings sind jetzt neue Kreise aufgetaucht. Finde Upgrade, grünes Signal, blaues Signal und rotes Signal. Ah, jetzt ist es endlich hell. Okay, immerhin. Nicht Echolot, sondern Metalldetektor. Den hatten wir ja schon mal im Einsatz eben. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss.
Decken. Ah, okay. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber fahren kann ich in dem Modus aber nicht. Fahren kann ich irgendwie gar nicht, während ich das Ding habe. Warum, weiß ich nicht. Das ist ja blöd gemacht. Also, es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier irgendwas übersehe, aber so wie es aussieht, muss ich jetzt ständig erstmal den Metalldetektor reinmachen, bevor ich weiterfahren kann, weil jetzt kann ich wieder nicht mehr fahren. Das ist jetzt da hinten in der Nähe. Ich kann auch nichts anderes machen, also ich kann auch nicht irgendwie gucken oder so. Es ist Richtung Berg, wahrscheinlich hinter dem Berg, nehme ich mal an. Also, ich bin ganz ehrlich, intuitiv ist hier nichts, aber es wird leider auch nicht wirklich erklärt, jetzt hier die Sache mit dem Metalldetektor. Ist das jetzt richtig, dass ich immer nur stehen bleiben kann? Gibt es einen Trick, wie ich dann doch weiterfahren kann? Man weiß es nicht. Ich denke mal, dass es keinen Trick gibt. Zumindest habe ich ihn noch nicht rausgefunden. So, das sah jetzt so aus, als ob das jetzt dahinter war. Ja, ist immer noch dahinter. Da hätten wir dann grün. Also ich kenne es nur so, dass man Metalldetektoren so verwendet, dass man die halt durchgehend benutzt. Aber gut. Es wäre zu einfach, nehme ich mal an. Oh, komm, da wirst du ja wohl noch hochfahren. Komm, komm, komm. Ah, das sieht gut aus. Wenn ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. Oh, komm, komm, komm. Fahr. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Na komm. Das schaffst du doch. So. So, hier sollte ich anscheinend hin. Die Frage ist jetzt nur, ich denke mal, ich muss da drauf fahren. Aber wie komme ich dann gleich wieder raus? Das ist die große Frage. Aber wieso zeigt er zweimal an? Wenn ich hier runterfahre, komme ich überhaupt nicht mehr raus. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Upgrade erhalten. Oh! Schnellstufe, ein Hochleistungsgetriebe mit höherer Gangzahl, Höchstgeschwindigkeit und Kraftstoffeffizienz auf Kosten einer geringeren Kraft. Ah, sehr cool. Glücksfund, mein erstes Upgrade-Versteck habe ich gefunden. Frage ist nur, was mache ich jetzt hier mit dem Auto? Weil das gehört ja quasi zu meinem Metalldetektor. Macht er das, während ich das scanne, oder muss ich das irgendwie... Ja, abschleppen kann ich ja schlecht, ne? Entdecken macht er gar nichts mit. Oder muss ich das... Ach nee! Gebiete in der Nähe. Ah, wir müssen da gar nichts mitmachen. Wobei es mich jetzt mal interessieren würde, ob das gehen würde. Nee, es würde auch nicht gehen. Okay. Okay, okay. Also wir müssen es nur finden. Wir müssen nichts damit machen. Ist auch unlogisch, finde ich. Aber gut. Wenn das Spiel das so will. So, jetzt kommt nur das größere Problem, dass ich hier unter Garantie nicht hochkomme. Ja, 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 ja. Es war so klar. Es war so klar. Blödes Auto. Nee, komm, du kannst dich noch hinstellen. Du kannst dich noch hinstellen. Du schaffst das noch. Na komm schon, komm schon, komm schon. Naja, fast. Na gut. Machen wir das mal
so wie ich es eigentlich nicht machen wollte. Nein, selbst das funktioniert jetzt nicht mehr. Oh nein, komm, 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 komm. Zieh die Winde, gib Gas, gib alles. Oh. Holla die Waldfee. Okay, wir sind noch rausgekommen. Oh, das ist aber auch eine Gegend hier. Ja, ja, komm, komm, komm. Oh. Es ist abartig, wie man an solchen kleinen Steinen hier hängen bleiben kann. Ja, fahr, fahr, fahr. Okay, ich hoffe, die anderen Gegenden sind besser als das hier. Auch wenn ich befürchte, dass die nicht so ist. Ich weiß jetzt nur gerade gar nicht, wo jetzt genau. Irgendwo eins war, glaube ich. Ja, ist das jetzt auch was? Ich weiß nicht, was das hier heißen soll, dieses Zeichen. Links wäre noch was. Da müsste man quasi. Das ist ein bisschen blöd, dass es nicht erklärt wird. Was sind das für Zeichen? Was hat das jetzt mit diesem Metalldetektor zu tun? Also ich kann ehrlich gesagt da die negativen Kommentare schon gut verstehen. Auch ganz besonders, dass diese Bugs, dass man an jedem kleinen Ast hängen bleibt, auch immer noch drin sind. Ich meine, so große Steine ist auch teilweise etwas unlogisch, aber so ein Ast ist natürlich, naja, wenn man den noch nicht mal sehen kann, ah, da oben. Dann ist das schon ein bisschen ärgerlich. Du schaffst das, du schaffst das. Okay, dann haben wir hier noch was gefunden, Handel. Ach, das ist mit Bodenanker gemeint. Okay. Nehmen wir mit. Dann gucken wir nochmal direkt, in welche Richtung jetzt der letzte Teil ging. Das war irgendwo da, meine ich. Es gibt zwei. Kommen wir denn hier wieder runter? Am besten rückwärts fahren, oder? Würde ich mal behaupten. Die Frage. Ich muss ja hier auch ein bisschen runter. Ja, mit der Perspektive rückwärts fahren ist so eine Sache. Ich krieg's nur gerade. Ah ja. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich krieg's nur gerade nicht so gedreht. Ja, komm, 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 komm. Du hast es gleich. So. Ich bin mir jetzt nur absolut nicht sicher, wohin jetzt genau, weil das ist ja jetzt mein Zielort hier, oder? Das war das, das müssen wir erstmal alles löschen, weil das geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven. Das war ja das, wie ich eigentlich fahren wollte. So, wir sind hier. Das ist hier im Gebiet. Machen wir doch einfach mal hier so einen Zielort hin, damit ich das ungefähr. Das ist bei uns im Gebiet. Okay. Fahren wir da mal hin. Oh, was ist das denn schon wieder für eine Strecke? Ich ahne Böses. Ich fahre am besten direkt schon mal von oben an. Moment, da hinten ist was Blaues rechts. Und da ist meine Markierung. Wo zeigt der Metalldetektor jetzt genau hin? Der zeigt nach rechts. Ja, 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 dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Rotes Signal. Komme ich da? Ja, komm. Ich hoffe, da geht jetzt nichts kaputt.
So, sehr schön. Ach, mein Gott, wir haben es geschafft. Das hat mich zwar sehr, sehr viel Nerven gekostet. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum man komplett woanders angefangen hat. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass man den Gebrauch mit dem Metalldetektor nicht so richtig erklärt hat. Ich denke, man muss es wirklich so machen, dass man es immer wieder zwischendurch anmacht, weil ich kann halt nicht fahren. Ich konnte mich da nicht bewegen. Was sehr ärgerlich war, ehrlich gesagt. Ja, Zusammenfassung. Dann können wir einmal... Können wir auf Weiter oder auf Hauptquartier? Achso, genau. Das wollte ich nämlich mal kurz gucken, ob ich hier was machen kann. Kraftstoffmenge. Kann ich nur ablassen. Nee. 25. Anstelle von denen. Kein Transfer. Will er nicht. Na gut. Dann gehen wir zurück zum Hauptquartier. Ja, und wie wir sehen, das erste haben wir dann auch abgeschlossen, beziehungsweise insgesamt ja schon das zweite. Das heißt, wir werden uns dann in der nächsten Folge Steinfurt angucken. Und ja, da werden wir wohl den Bodenanker brauchen, so wie es aussieht. Und wir müssen eine Stellschraube mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist, weil meines Wissens nach war das, um den Wagen wieder von der Seite hochzuheben. Mal gucken. Also an meinen Fahrkünsten liegt es jetzt nicht, aber wenn man nicht so genau weiß, wie, was, wo und die Gegenden so extrem uneben sind und naja, man halt nur die Autos benutzen darf, die vorgegeben sind, dann könnte es schon mal etwas kompliziert werden. Aber wir dürfen demnächst einen Offroad-Truck benutzen. Das ist dann wieder ein ganz anderer. Ich bin mal gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.